Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mich haben wieder zahlreiche Fragen erreicht, die ich leider so gar nicht mehr einzeln beantworten kann. Es geht darum, dass Rasen ausgesät wurde und ich wurde gefragt, wie oft sollte man den wässern, womit sollte man ihn wässern und wann. Und das möchte ich kurz gerne einmal hier in dem Video erklären. Der Rasen, wenn ihr ihn frisch ausgesät habt, sollte einmal am Tag gewässert werden. Am besten ist da morgens das zu machen. Es sei denn, es regnet, dann könnt ihr an dem Tag halt auf ein eigenes Bewässern verzichten. Womit, das bleibt im Prinzip euch selber überlassen, ob ihr das mit einem Rasensprenger macht oder mit einem Gartenschlauch. Das könnt ihr selbst entscheiden. Wichtig ist nur, dass ihr aufpasst, dass der Rasensamen nicht weggespült oder weggeschwemmt wird, weil dann hat er keine Möglichkeit anzuwachsen. Morgens hatte ich euch schon gesagt, wenn der Rasensamen dann nachher etwas länger geworden ist, also so 10 cm lang und ihr ihn das erste Mal abgemäht habt, dann könnt ihr auf ein Gießintervall von 1 bis 2 Mal in der Woche zurückgreifen. Auch je nach Wetterungslage, wenn es sehr heiß ist, dann halt wie gesagt lieber 2 Mal. Hat einfach den Hintergrund, dass neu ausgesäter Rasen noch relativ flach bewurzelt ist und er nicht die Möglichkeit hat, sich aus tieferen Erdschichten selbst mit Wasser zu versorgen. Es ist wichtig, dass ihr den Rasen wässert, wenn er frisch ausgesät ist, gerade wenn er angefangen hat zu keimen und er fängt dann an zu vertrocknen, dann könnt ihr den Rasen oder die neu ausgesäte Rasenfläche leider nicht mehr retten. Der Rasensamen, wenn er einmal vertrocknet ist, ist in dem Fall dann komplett zerstört und ihr müsst mit der ganzen Arbeit wieder von vorne beginnen. Ja, das war die Frage. Ich hoffe, ich habe sie beantwortet. Sie wurde mir sehr häufig gestellt. Wenn euch das Video hier gefallen hat und auch weitergeholfen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.